Zürich ist eine gute Stadt zum Leben, auch wenn man schon älter ist. Und das soll auch in Zukunft so sein. Darum hat die Stadt Zürich eine neue Altersstrategie erarbeitet. Was bringt die Zukunft? Eines ist sicher, wir werden alle älter. Gestern noch saßen wir im Kinderwagen und morgen vergleichen wir bereits die Preise von Rollatoren. Ein weiser Mensch sagte einmal, das Leben ist das, was geschieht, während man damit beschäftigt ist, anderweitige Pläne zu machen. Niemand weiß, wie Zürich 2035 genau aussehen wird. Und vor allem, wie es dann den älteren Zürcherinnen und Zürchern geht. Was wir wissen, in 15 Jahren werden mehr ältere Personen in unserer Stadt wohnen als heute. Rund ein Fünftel zusätzlich. Verantwortlich dafür ist die Demografie. Die geburtenstarken Jahrgänge kommen vermehrt ins Pensionsalter und die Lebenserwartung steigt weiterhin an. 2035 werden einige Menschen pflegebedürftig sein, die früher Snowboard fuhren, in Rockbands E-Gitarre spielten und an Techno-Partys tanzten. Die 70, 80, 90, 100-Jährigen der Zukunft werden eine sehr gemischte Gruppe sein, mit ganz unterschiedlichen Biografien und Lebenssituationen. Wie diese Generation denken und fühlen wird, wissen wir nicht genau. Aber wir haben Grund zur Annahme, dass sie sich ein bisschen von ihren Eltern und Großeltern unterscheiden werden. Die Stadt Zürich muss sich also auf zwei Dinge einstellen. Es werden mehr ältere und alte Leute in Zürich leben. Und sie werden ein bisschen anders sein als die heutigen. Also muss auch die Stadt Zürich sich verändern, damit die künftigen älteren Generationen hier gut leben können. Auch ältere Menschen sollen ein selbstbestimmtes Leben führen können, unabhängig von ihrer wirtschaftlichen, sozialen oder gesundheitlichen Situation. Das soll mit der Altersstrategie 2035 gelingen. Sie ist das Ergebnis eines gründlichen Prozesses. Rund 120 Organisationen, öffentliche Stellen und private Firmen haben daran mitgewirkt. Das Resultat dieser Zusammenarbeit? Ein dickes Heft. Es wird in den kommenden Jahren als Kompass dienen. Der Einfachheit halber hier eine kurze Zusammenfassung. Die Altersstrategie der Stadt Zürich 2035 besteht aus vier sogenannten Handlungsfeldern. Und die heißen Wohnen, Pflege und Unterstützung nach Bedarf, Information und Angebot im Quartier, unterwegs im öffentlichen Raum und Teilhaben, Helfen und Mitgestalten. Im Alter sollen Zürcherinnen und Zürcher unabhängig sein und ihr Leben selber bestimmen. Das ist das oberste Ziel.